du lieber kleiner Besen, du kehrst ja so geschwind. Du hilfst der braven Gretel, dich schneller als der Wind. Na, grüß euch, liebe Kinder, das habe ich mir gar nicht gedacht, dass ihr heute da seid. Grüß euch Gott, ich war gerade bei der Großmutti und ich habe alles sauber gemacht für die Großmutti. Und jetzt, da gehe ich doch schnell bei Rotkäppchen vorbei und der helfe ich auch noch. Aber jetzt wird es schon finster. Hui, da sollte ich besser ein bisschen vorsichtig sein und lieber nach Hause gehen. Was meint ihr denn? Das wäre sicher besser. Also, ich kehre noch ein bisschen und dann gehe ich nach Hause. Hui! Hui! Oh, oh, wer bist du denn? Ich bin der Geist, der böse Geist. Habe ich wirklich Angst? Bleib hier. Ich tue dir nichts, ich bin der Geist, der zauberhafte Geist im Märchenwald. Na gut, ich muss nach Hause gehen. Aber fürchtest du dich nicht? Diese Stimme, die kommt mir bekannt vor. Na warte mal, jetzt fällt mir ein, wer du bist. So, jetzt, so. Der Räuber, das habe ich mir gedacht. Du bist der Räuber, Hotzenplotz. Oh, du hast mich erkannt. Die Großmutti hat mir ja erzählt, dass da ein Geist im Märchenwald ist. Aber dass du hier bist und alle erschreckst, das werde ich jetzt jedem erzählen. Na warte. Jedem werde ich das erzählen. Oh, jetzt hat sie mich erkannt. Ich wollte den ganzen Märchenwald schrecken. Oh, jetzt hat sie mich erkannt. Hui! Hui! Ja, wer bist du denn? Wer bist du denn? Jetzt fürchte ich mich ein bisschen. Aber warte, ich zieh dir auch das Leintuch ab. Hui! Hui! Das ist ja ein echter Geist. Ich lauf lieber schnell davon. Ich lauf wieder mal schnell davon. Heute gibt es eine spannende Geschichte aus dem Märchenwald und die heißt die Albträume. Maulinchen, die kleine Schwester von Maulwurf aus dem Märchenwald Steiermark, schrie gellend auf. Mauli fuhr erschrocken aus dem Bett hoch und eilte zu seiner Schwester. Was ist los? Da war ein Geist, der hat an meinem Kissen gezogen, flüsterte Maulinchen mit tränenerstickter Stimme. Guck mal bitte nach, ob niemand im Zimmer ist. Mauli konnte ein Grinsen nicht verbergen. Er glaubte ihr einfach nicht. Schließlich kannte er sein ängstliches kleines Schwesterchen. Er ging, wie gewohnt, alles ab im Zimmer und dann legte er sich ins Bett. Er schaute unters Bett, hinter die Gardine, aus dem Fenster und in den Kleiderschrank, aber das machte er alles vom Bett aus. Siehst du, da ist gar nichts, sagte er liebevoll und drückte das Schwesterchen, das inzwischen den längst ausrangierten Nuckel wieder hervorgekramt hatte und genüsslich daran sog, du brauchst keine Angst haben, das war nur ein Albtraum. Langsam beruhigte sich das Maulwurfmädchen wieder und legte sich hin. Und als Mauli seine regelmäßigen Atemzüge wahrnahm, ging er auch wieder ins Bett. In der darauf folgenden Nacht war wieder das gleiche Spiel. Maulinchen schrie, als wenn der Teufel hinter ihr her wäre. Mauli kroch müde aus dem Bett, um der Kleinen begreiflich zu machen, dass sie nur geträumt hatte. Und als sie endlich wieder schlief, fiel auch er ins Bett und nickte sofort ein. In der dritten Nacht wollte er gar nicht erst aufstehen, sondern öffnete nur müde die Augen und rief, Maulinchen, das ist nur ein Albtraum, du brauchst keine Angst zu haben. Dann schlief er erneut ein. Doch das Schwesterchen gab keine Ruhe. Es half auch nichts, dass Mauli sich das Kissen über die Ohren drückte.
Marienchen Stimme drang durch das Federkissen in seinen Kopf und sie schrie wieder fürchterlich. Mauli quälte sich aus dem Bett und fand Marienchen aufrecht im Bett sitzend vor. Mauli, Mauli, der Geist hat mir die Bettdecke weggezogen. Ich hab Angst. Kannst du bitte bei mir im Bett schlafen? Als die kleine Schwester so am Schnullernuckel vor ihm stand, das Gesichtchen voller Tränen, war Mauli so gerührt, dass er sagte, ja, ich schlaf gern bei dir, aber dann gibst du wieder Ruhe. Der Rest der Nacht verging wie im Flug und Mauli war überglücklich, als er endlich wieder schlafen konnte. Doch sein Schlaf währte nicht lange. Aber diesmal wartete Mauli nicht erst ab, ob das Schwesterchen sich beruhigte. Nein, diesmal stürzte er gleich ins Zimmer und er konnte gerade noch die Umrisse einer Gestalt erkennen. Da war ja wirklich ein Geist. Der Geist sprang sofort aus dem Fenster und floh. Ha, 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 hast du den Geist jetzt gesehen? Stammelte Marienchen. Und der Bruder nickte sprachlos. Du hast recht, es war wirklich ein Geist. Die restliche Nacht schliefen beide wieder im Maulis Bett. Doch Mauli lag noch lange wach und überlegte, wie er dem Geist ein Schnippchen schlagen konnte. Am nächsten Tag schlug Mauli einen Bettentausch vor. Marienchen sollte im Maulis Bett schlafen und er selbst wollte sich in das Bett der Schwester legen. Gesagt, getan. Mauli zog sich die Bettdecke ein wenig über den Kopf, damit der Geist ihn nicht gleich erkannte. Und dann wartete er ab. Und irgendwann vernahm er leise Schritte und er hörte einen Atem. Als etwas nach der Bettdecke griff, langte Mauli zu, packte eine kleine haarige Hand. Erschrocken drückte er auf den Lichtschalter und sah in die Augen von Biff, dem Piratenaffen. Was soll das Theater? Was machst du hier mitten in der Nacht? Polterte Mauli los, während Biff versuchte, sich aus der Umklammerung zu befreien. Sprich mit mir! Was soll das? Mauli war durch den fehlenden Schlaf der letzten Tage besonders gereizt. Ich wollte niemand stören. Aber das, was ich eigentlich wollte, darf ich ja niemand sagen. Es hat einfach nicht geklappt. Und deswegen war ich so oft hier, jammerte er plötzlich los. Und es tut mir auch fürchterlich leid, wenn ich euch erschreckt hab. Mauli sah ihn an und er musste fast lachen. So ein reuevolles und unschuldiges Gesicht machte das kleine Äffchen. Ja, dann sag mir, was wolltest du denn? Sag mir, warum du hier warst, sagte Mauli etwas ruhiger. Und Biff sagte, Maulinchen hat doch diesen Schnuller, den ich an ihr so gar nicht leiden kann. Aber ich muss dir was gestehen. Ich wollte auch einmal einen Schnuller haben. Ich wollte mal eine Nacht mit dem Schnuller schlafen. Was? Du wolltest eine Nacht mit dem Schnuller schlafen? Du, der große Piratenaffe Biff? Ja, aber bitte erzähl es niemand, sonst lachen alle im Piratendorf. Na, da lachen sicher alle. Marienchen, hast du das gehört? Er wollte deinen Schnuller eine Nacht ausborgen. Na, also Piratenaffe, das ist ja wirklich lustig. Und alle lachten und alle mussten lachen. Ja, sogar das Marienchen musste lachen. Jetzt guckte Biff noch reumütiger. Und Mauli stellte sich gerade vor, wie der Schnuller in diesem Gesicht aussehen würde. Und dann gab es kein Halten mehr und Mauli lachte lautlos. Er konnte sich kaum halten vor lauter Lachen und Biff sah ihn noch ungläubig an, musste dann aber auch lachen. Erzählst du es eh niemand, Mauli?
Nein, nein, ich erzähle es natürlich niemandem. Aber wenn du noch einmal in der Nacht kommst, dann wird es die ganze Märchenwelt erfahren.